Jetzt sind wir hier auf dem Platz hinter der Vancouver Art Gallery, genau neben der West Georgia. Es ist verdammt kalt hier. Wir sind also nicht in Winnipeg, aber wir haben ungefähr die Temperaturen von Winnipeg. Es ist ungefähr, Christian, wie kalt ist es? -7, glaube ich. -7. Fühlt sich das so ein bisschen an, wie wenn du auf dem Eis wärst? Auf dem Eis fühlt sich eigentlich ein bisschen wärmer an. Vor allen Dingen, da bewegt man sich und hier ist doch der Wind schon richtig kalt. Ja, wir können ja gleich mal diesen Brunnen hinter uns dann danach nach dem Interview ausprobieren. Da ist alles zugefroren. Wie hast du dich eigentlich schon hier eingelebt? Ich habe mich hier sehr gut eingelebt. Bin super vom Team aufgenommen worden und von den ganzen Leuten in Vancouver. Die Stimmung ist immer sehr positiv hier und es ist eine tolle Stadt, in der zu leben. Deine Familie, deine Frau und euer Kind, das ist letztes Jahr auf die Welt gekommen? Ja, meine Tochter ist jetzt 18 Monate alt und die rennt jetzt durch die Gegend. Da haben wir natürlich viel Arbeit mit. Mhm. Und alle happy. Also der Vertrag geht noch bis nächstes Jahr? Ja, bis Ende dieser Saison geht der Vertrag. Mhm. Danach werde ich Free Agent sein und ich hoffe natürlich, dass ich bleiben kann, dass wir vielleicht vorher uns auf was Langfristiges mit den Canucks einigen können. Mhm. Und ja, meine Frau und meine Tochter und wir alle fühlen uns hier sehr wohl. Mhm. Du bist ja so ein bisschen Weltenbürger. Ich meine, du warst erst bei den Pinguinen in Krefeld, dann in San Jose bei den Sharks und jetzt hier bei uns. Und das wird dann so ein bisschen, du siehst das so ein bisschen als längerfristige Endstation. Ja, ich hoffe schon. Im Eishockey ist es ja schwer zu sagen. Es kann ja auch jeden Tag sein, dass ich woanders hin getauscht werde. So war es ja in San Jose auch. Von einem auf den anderen Tag bin ich dann getauscht worden. Und deswegen ist es immer schwierig zu sagen. Also von mir aus wäre ich natürlich gern sehr lange hier. Und sag mal, du kommst aus Moers. Genau. Bist du da ab und zu mal? Ja, im Sommer gehe ich immer zurück nach Deutschland. Ich wohne allerdings in Krefeld, da wo ich gespielt habe und wo meine Frau auch herkommt. Und das liegt ja eh sehr eng beieinander. Und meine Eltern wohnen in Moers und da sind wir dann sehr oft natürlich, die wollen die Kleine sehen. Und ja, wir freuen uns auch immer, wenn wir im Sommer dann ein bisschen Heimat sehen. Das ist schön. Also der Kontakt nach Deutschland hat eigentlich nicht abgebrochen. Nein, auf gar keinen Fall. Wie alt warst du eigentlich, als du mit Eishockey angefangen hast? Ich war 6 Jahre alt und zwar hat meine Schwester Eiskunstlauf gemacht. Meine Schwester ist älter und da bin ich dann ein bisschen mit aufs Eis gegangen. Das hat mir schon Spaß gemacht, aber dann habe ich Eishockey im Fernsehen gesehen und zu meinen Eltern gesagt, das möchte ich gern machen. Und da es in Moers damals keine Bambini-Mannschaft gab, bin ich direkt nach Krefeld gekommen und ja, bin da alle Stationen durchgegangen und dann mit 17 Profi geworden. Gut, dann hat sich eigentlich meine Frage erübrigt. Ich wollte nämlich noch fragen, warum du nicht in die Bundesliga gegangen, also zum Fußball gegangen bist, weil das ist ja eigentlich populärer in Deutschland als Eishockey, ne? Ja, natürlich. Also ich habe mit meinen Freunden ganz klar Fußball auf der Straße gespielt und hatte auch immer Spaß daran, aber für mich war Eishockey Nummer 1. Das hat mir am meisten Spaß gemacht und deswegen bin ich dabei geblieben. Mhm. Sag mal, hast du eigentlich von diesem Bericht gehört, der kürzlich mal rausgekommen ist, betreffend der Schulkinder, dass die Eishockey spielen, beim Checken beträchtliche Gehirnverletzungen bekommen? Nee, habe ich nicht gehört. Ich habe nur, ja, die Debatte ist im Moment sehr groß mit Gehirnerschütterung, auch im professionellen Eishockey. Da gab es letztes Jahr ein paar Verletzungen durch Checks, die schon sehr gemein waren, die Checks. Und das versucht man jetzt aus dem Profisport rauszukriegen. Und natürlich ist es für Eltern dann auch schwierig, den Kindern beizubringen, wie man damit umgehen soll. Mit den ersten Mal natürlich, wie man einen Check nimmt. Und wenn man solche Kopfverletzungen hat, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Also was würdest du den Kindern raten? Also auf jeden Fall Helm aufsetzen und so bestmöglich versuchen, fair zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Also Helm, ganz klar, das ist das Wichtigste, muss man aufhaben beim Eishockey. Und dann soll man Rücksicht auf die Gegenspieler nehmen, Respekt haben. Das ist ganz wichtig. Wenn einer in einer Position ist, in der man ihn verletzen kann, dann lieber bremsen und den Check nicht zu Ende fahren. Und dann kann man schon sehr viele Verletzungen aus dem Sport nehmen. Sag mal, Manny Maholter. Der hat ja dieses Jahr einen Vertrag unterschrieben mit den Canucks, kommt auch von San Jose. Und hast du mit ihm zusammen gespielt eigentlich?
Nee, Manny ist erst letztes Jahr zu San Jose gekommen, hat ein Jahr da gespielt und ich bin ja vor der Saison getauscht worden. Deswegen habe ich mit ihm nicht in San Jose zusammengespielt. Aber er ist natürlich eine super Verstärkung für unser Team gewesen. Top Face-Off-Spieler und ja, ein super Typ. Mhm. Als du, du bist jetzt Defense in der Verteidigung. Ja. Offensive Defense, richtig? Ja. Also du greifst halt auch an. Und wenn du jetzt, naja, wenn dann doch ein Tor kommt, ist eigentlich der Luongo so ein bisschen nachtragend? Nein, eigentlich nicht. Also, der würde nicht sagen, Mensch, bist zu weit vorne gelaufen, hättest mal ein bisschen hinten bleiben müssen? Nee, das passiert nicht. Also jeder macht Fehler und Luongo macht auch Fehler. Und wenn wir uns für jeden Fehler dann anschnauzen würden, dann wäre das natürlich nicht gut fürs Klima in der Mannschaft. Und deswegen, man akzeptiert, dass Fehler sind. Es ist eine Sportart und aus Fehlern von der anderen Mannschaft schießen wir unsere Tore und so kassieren wir auch unsere Tore und deswegen ist es kein Problem. Mhm. Was willst du eigentlich in deiner Karriere noch erreichen? Ich meine, womit liebäugelst du? Ganz klar, Stanley Cup ist das größte Ziel. Bislang hat nur ein Deutscher, Uwe Krupp, den Stanley Cup gewonnen und ich möchte super gern in die Fußstapfen treten und den Stanley Cup mal nach Deutschland bringen. Falls Sie sich wundern, warum jetzt der Fan da hinten den Ständer hält, das ist, weil es so windig hier ist und der hilft uns jetzt, den Ahorn TV-Ständer aufrechtzuerhalten. Vielen Dank auch! So, und ja, sag mal, was fehlt dir eigentlich an Deutschland? Die Deutsche Tageszeitung, vernünftige Brötchen oder Backwaren. Was ist denn so mit Bratwurst, Pünktlichkeit, Korrektheit? Das ist alles, was wir immer hören. Currywurst mit Pommes. Das ist Nummer eins auf meiner Liste, auf jeden Fall. Das ist gut. Wirst du denn, weißt du denn schon von dem Weihnachtsmarkt hier, der hier stattfinden soll, der deutsche Weihnachtsmarkt? Ja, da bin ich auch schon ganz aufgeregt, da freue ich mich drauf. Meine Frau freut sich da auch ganz besonders drauf, weil das ist auch so eine Sache, die wir immer vermissen in der Weihnachtszeit. Einen schönen Weihnachtsmarkt, ein bisschen Glühwein trinken, das ist sehr schön und da werde ich auf jeden Fall öfters mal vorbeischauen. Das ist ja auch das Besondere, da kann man ja mit Glühwein auch rumlaufen. Es ist zwar eingezäunt, aber eigentlich recht große Bewegungsfreiheit dort. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg hier bei den Vancouver Canucks. Und willst du noch irgendwas Deutschland vielleicht sagen? Ja, schöne Grüße natürlich nach Hause und ja, kommt uns doch hier in Vancouver besuchen, weil es ist eine tolle Stadt und wenn ihr da seid, natürlich bei den Canucks vorbeischauen. Vielen Dank.